Das ist ja transtastisch. Läuft die Musik gerade? Ja. Ach. Oh. Da sieht man unsere geilen Tanzmoves gar nicht. Nein, ist doch egal. Ah, da hast du gerade einen Salto gemacht? Ja, ist ja unglaublich krass. Ich habe gerade einen Barani gemacht, Alter. Ein Barani? Ja, ein Salto mit einer... Doppelten Rittberger mit Eindrehung. Was? Jetzt schau mal. Untenrum. Ein Banani untenrum habe ich gemacht. So. Oder auch ein Posthorn. Wir haben jetzt Großes vor, weil wir uns ist jetzt gar nicht bewusst, was jetzt passieren wird. Wir werden jetzt stärker skillen, weil... Aber weißt du, manch anderer wird sich jetzt fragen, oh, eben war es so dunkel, was ist passiert? Achso, wir haben geschlafen zwischendurch, weil wir mögen gutes Wetter, das wisst ihr ja mittlerweile. Ja. Ich drücke mal gerade auf 10, dann seht ihr, wir haben 20 Lernpunkte übrig. Wir haben Stärke nur 40, wenn wir jetzt Stärke auf 50 skillen, ne 45 waren es glaube ich noch, wir müssen gleich mal gucken, dann können wir endlich eine fettere Waffe auspacken. Ey, nimm diesen schnellen Hering, bitte. Genau. Nimm diesen. Geht runter wie flüssiges Feuer. Jo. So, und jetzt aber. Bring mir was bei. So, da haben wir es. Stärke 5, Kosten 10. Machen wir. Genau. Oben drauf. So, und jetzt gucken wir mal, gucken, ob das vielleicht schon reicht. Wir müssen gut, Junge. Du bist schon am... Ah, tschüss. Ey, aber das war gut. Ja, ja, warte mal, jetzt wird's erst geil. Aber warte, wir können schon mal einen anbieten. Einen kleinen High Five können wir jetzt schon anbieten. Ja, machen wir hier so einen beiläufigen und gleich gibt's den großen. Mittlere Ork-Axt war es nicht. Grobe Kriegsaxt war es auch nicht. Hey, warte mal, wo ist die Waffe, die wir... Wenn wir nicht gekommen wären, wäre die Sache anders ausgegangen. Wo ist die Waffe, die... Er hat auf die falschen Leute gehört. Edles Langschwert, 70. 80. Das ist doch alles nur geredet. Hä? Schaden? Ja, da gab es doch eine Waffe, die wir, wir haben jetzt, nehmen können. Was haben wir jetzt für einen Schaden? Jetzt haben wir Schaden... Wir haben jetzt Schaden 60, die sind ja nach Schaden geordnet. Genau, dann geht doch mal ganz nach links nochmal. Ist das da unten, das Ding, was wir... Beil? Nee. Dann haben wir die noch nicht gekauft, oder was? Geh mal gerne nochmal nach oben, bitte. Schaden. Holzfäller-Axt, 50, 50, 70. Nee, dann haben wir das Teil nicht im Gepäck. Dann müssen wir es noch kaufen. Das haben wir, glaube ich, am Anfang, als wir in die Welt reinkamen, gesehen bei einem Händler, kann das sein? Kann sein. Und dann nicht gekauft, scheinbar. Ich wundere mich. Das ist ja ärgerlich jetzt. Das habe ich vorhin immer gesagt. Hä? Ja, dann müssen wir da jetzt hinlaufen, oder? Wir holen uns jetzt die große Raxt, oder was? Ja, aber müssen wir dann durchs Transgate, oder was? Ja, dann machen wir jetzt kurz mal ein bisschen Trans an, alles klar. Wir müssen durch den kompletten Dschungel zurücklaufen. Aber jetzt. Dann brauchen wir eigentlich die richtige Trans-Mucke und nicht so ein Imitat wie gerade. Ja, aber die haben wir ja nicht. Aber vielleicht, also die Regie ist schon auf Zack. Okay. Ja, ich laufe schon mal los, ne? Also, I dream of Trans, würde ich sagen. Ja, wo gab's das denn? Bei Kronos? Bei einem der Priester gleich am Anfang vom Tempel? Der hatte, glaube ich, so eine Waffe. Und, Teleporter am Canyon, Teleporter am Canyon. Alle schreiben Teleporter am Canyon. Okay, alles klar. Wir laufen in den Canyon. Teleporter am Canyon. Trotz der fiesen Monster, die da rumkreuchen. Und hoffen, dass diese Waffe, die ich meine, irgendwo da ist, wo wir gestartet sind im Spiel. Weil ich dachte, wir hätten sie gekauft und haben die ganze Zeit gewartet, dass wir genug Stärke haben. Nix. Ist wohl nicht so. Wir haben noch eine andere aus demselben Film, richtig. Phantomkommando übrigens. Falsch. Da ist es. Fantastisch. Aber du hast den Leuten das große High-Five. Was ist denn das für ein ekelhaftes Vieh? Guck mal. Ja, das sind Riesenratten. Und wenn die zu viert kommen, dann haben wir ein Problem. Dann haben wir die Pest am Hals. Haha. Komm mal her. Und dann kriegt ihr nacheinander was auf der Rübe. Ach, Wüstenratten, die sind natürlich nochmal schlimmer. Wir gehen doch jetzt in den Canyon gerade, ne? Machen wir den Canyon nicht mit unseren Boys sauber eigentlich? Das ist doch eine Quest. Warte mal. Ja, aber jetzt hauen wir es erstmal so um. Okay, gehen wir dann wieder zurück und holen die Quest ab, oder was? Ja, genau. Der ist doch beim Tor, der Boy. Oh, die gucken ganz. Die haben ja einen ganz elendigen Sterbesound. fast schon wieder ein bisschen. Oh, da gehen wir in die Höhle rein. Da in die Höhle. Die Höhle? Hinter dir. Wieso? Da ist der Teleporter drin. Echt? Weißt du? Auf jeden, Digga. Ach, geiles Ding, ja. Schauen wir nochmal. Haben wir genug Steine dabei? Hier ist der Sockel. Hauen wir mal so einen Eumel drauf. Und da schwebt er wieder. Ey, aber, oh Gott, keine Transception gerade. Na gut. Ja, komm. Haben wir Trans? Ist ja nur ein Mini-Sprung. Na, warte, ich kann das eigentlich nicht. Da ist er. Und los geht er. Yes! Hey, und hier kommt der große High Five. Geiles Ding, ich dachte, wir müssen durch diesen ganzen bekackten Sumpf. Was machst du damit, Trixie? Transception. Ey? Eine kleine Transception. So, wer hat jetzt hier den großen Kronos vielleicht? Lass uns handeln. Warte mal, ich glaube, der hatte die dabei. Da.
Nee. Doch. 65, 35. Das ist ja nur, ne? Ja nur einer mehr. Also fünf mehr, meine ich. Das war nicht das, was ich meinte, glaube ich. Stab der Wassermagier. Also hier schrieb irgendjemand im Chat eben, du meinst, dass wir wohl Typhoon meinen würden. Ja, genau. Aber Typhoon kriegen wir wahrscheinlich nicht mehr. Wieso nicht? Da war der Chat weg. Die Waffe kannst du wahrscheinlich nicht mehr kaufen, da sich Kronos das Teil selbst auf den Rücken packt. Ist ein Bug. Adanos möge dich schützen. Ah, okay. Guck mal, bei Kronos hat er das Ding wirklich auf dem Rücken. Ja. Nee, das ist der Stab der Wassermagier. Nee, da guck mal, da dieses kleine Ding, die Sichel. Warte mal. Also, wir haben jetzt Stärke 45, das war ja gar nicht nötig. Hey, du. So, wenn wir jetzt handeln wollen. Lass uns handeln. Dann hat er den Stab der Wassermagier, der sieht nur so aus, stimmt. Nee, hast recht. Viele Leute schreiben wirklich hier Kronos. Ja, die auf dem Rücken, ja, das ist das Ding. Wir müssen ihm wohl eine bessere Waffe verkaufen. Das können wir machen. Das können wir machen. Wir haben den Orkschlechter, den wir nie benutzen werden. Nie benutzen werden. Weil er einhändig, Einhandwaffe ist. Wo läuft er denn jetzt hin? Ah. Okay. Wer hat ihn denn getriggert, du? Ey, was soll das? Jetzt will der weglaufen. Ich will deine Pack. Was soll denn das? Okay, Paul. Ah, okay. Die Mucke geht noch richtig ab bei uns. Ich weiß nicht, ob du das weißt. Ja, die Mucke kann man wieder aus. Ich glaube, die ist so ein bisschen. Okay, nee, jetzt ist geil. Okay, alles klar. Lass uns handeln. Lass uns handeln. So, die wollte ich immer verkaufen hier, weil die können wir eigentlich nicht gebrauchen. Orkschlechter, weg damit. So, und jetzt hat er sie wieder im Gepäck. Tatsache. Nein. Nee, doch nicht. Das ist ja das Alte. Wir müssen erstmal wieder raus. Genau. Wir können gleich mal alles verkaufen hier. Warte mal. Ja, gut. Ey, das Langschwert brauchen wir nicht. Grobe Kriegsaxt brauchen wir nicht. Edles Schwert brauchen wir nicht. Brauchen dann wir nicht. Hau ich dir auch noch eine rein. Und deinen Freunden auch. Grobes Breitschwert brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Ah, hier mal ein bisschen Reine machen im Inventar. Degen der Banditen. Ah, vielleicht müssen wir sogar schlafen. Aber das weiß Mastiges ich nicht genau. Schwert. Das könnte alles sein. Alles ist denkbar. Du bekommst eine Stärke für jede 20 Äpfel, die wir essen. Ja, danke, das wissen wir. Okay, viele Leute schlafen, dann hätte er sie an. Ich frage mich, ob er dann wirklich auch nichts mehr trägt, nur das Schwert. Fantastisch. Okay. Warte mal, Langbogen, ja, Eschenbogen. Okay, einmal würde ich alle schreiben, einmal schlafen, aber verkauf erstmal den ganzen. Ja, ich verkaufe erstmal den ganzen Ramsch hier. Den ganzen Rotz, den wir da haben. So, wir wollen nicht Armbrust, insofern verkaufe ich die auch. So, das war's schon. Alles klar. Also, schön. Das war richtig reich. Jetzt machen wir ein bisschen Schlappi-Time. Dann hat er plötzlich den Orkschlechter auf dem Rücken. Dann hat er plötzlich den Orkschlechter angezogen. Ach geil, ne, so ein alter Mann, was will er denn mit so einem Hobel? Der wacht halt morgens auf und denkt sich, ich habe hier einen geilen Hobel in der Tasche. Und dann bleibt er erstmal liegen und. Und will ihn mal ausprobieren. Will ihn mal ausprobieren. So, ganz klar. So, ab in die Haie. Fantastisch. Bis zum nächsten Morgen schlafen. Ach, und hier schreibt jemand neuen Fokusstein holen, nicht vergessen. Ach, stimmt. Was liegt hier so rum? Guck mal. Das Fange, du. Ja, die nehmen wir doch mit. Du kleine alte Zange, oder der Karussellbremser. Ich frage mich immer, Micha, ob Kronos seinen Behindertenausweis wohl auf dem Rummel gemacht hat, du. Wieso? Ja, weil er. Achso, weil er ein Karussellbremser. Ja, ah, komm, hey. Egal, oh Scheiße, da hast du nicht geschnallt, ne? Hab ich nicht geschnallt, ne? Ja, ich spiele ja auch hier, aber guck mal, er hat tatsächlich den Orkschlechter auf dem Rücken. Alter. Der steht auf die, hey, die ganz mächtigen Teile. So, lass uns handeln. Lass uns handeln. So, edles Langschwert. Typhoon, da ist sie. Nice, ah, ey. Geil, ist ja wohl die geilste. Und 2 an Talentbonus gibt's auch noch Hammer, oben drauf. Ey. Ja. Hammer gut. Den kaufen wir uns. Das ist ja wohl nur Hammer. So, und tschüss. Wer hat denn jetzt den Fokusstein nochmal? Weil ich wollte erstmal kurz mit ihm hier sprechen. Der hatte scheinbar auch noch Gesprächsoptionen. Aber erstmal, oh, jetzt kommt auch noch ein Magic Moment, ey. Jetzt haben wir noch einen Stock auf dem Rücken und jetzt zieht er rein. Was wir jetzt gleich auf dem Rücken haben. Bam, Alter. Wir werden ab jetzt die Gegner weggesichelt und nicht mehr weggeprügelt. Wie das Unkraut an der Ecke. Ich habe einen weiteren Teleporter aktiviert. Gib mir den nächsten Fokus. Chat ist ein Eisenstein. Natürlich. Hier hast du ihn. War's schwierig? Wie man's nimmt. Ich könnte ein wenig Unterstützung brauchen. Hä? Ich kann dir etwas Gold geben. Würde das helfen? Schaden tut's nicht. Mal sehen. Hier hast du ein paar Goldmünzen. Okay. Ach, übrigens, bevor ich es vergesse, Saturas möchte dich sprechen. Du solltest so bald als möglich zu ihm gehen. Hm. So, und tschüss. Sau gut. Irgendwer war gerade noch Saturas? Gesprächstechnisch unterwegs. Saturas, glaube ich.
Ja, Tatsache. Gut, dass du kommst. Wir haben neue Erkenntnisse, die wir dir mitteilen. Oh, jetzt bitte nicht wieder über die Steinmauern labern. Die versunkene Stadt trug einst den Namen Jakendar. Es gab 5 Herrscher in dieser Stadt, die sich die Macht über ihr Volk teilten. Mhm. Jeder dieser Herrscher hatte ein Herrenhaus, in dem er lebte und wo er seine Habe aufbewahrte. Auf deiner Suche nach den Reliquien der alten Kultur scheint es daher unerlässlich, dass du diese Herrenhäuser durchsuchst. Wo soll ich nach diesen Herrenhäusern suchen? Riordian hat sich mit der Struktur der Gebäude von Jakendar beschäftigt. Er wird dir sagen, wo du nach den Herrenhäusern suchen sollst. Was ist, wenn es diese Herrenhäuser gar nicht mehr gibt? Wenn du die Häuser nicht finden kannst, dann sind sie vermutlich mit der Stadt untergegangen. Doch sollte es sie noch geben, wäre das von unschätzbarem Wert für unsere Studien. Ah, hier, das meinte ich genau. Hm? Welches arme Schwein habt ihr in den Sumpf geschickt? Sein Name war Lance. Ich fürchte, er ist nicht sehr weit gekommen. Da, die haben nämlich gefunden, die Leiche. Ich habe Lances Leiche gefunden. Möge seine Seele in Adanos Reich eingehen. Pass auf dich auf, mein Sohn. Noch so einen Verlust dieser Art will ich nicht beklagen müssen. Hm? Ja, komm. Ich habe hier Lances Aquamarinring. Am besten, du gibst ihn mir, damit er nicht in falsche Hände gerät. Wegen Raven? Wegen der Reliquien? Och. Kann schon mal ein Update wegen geben. Raven. Hast du etwas Neues zu berichten? No. Bisher noch nicht. Ah. Ich rate dir nur, diesen Raven nicht zu unterschätzen, hörst du? Das andere haben wir, glaube ich, auch noch nicht. Nee. Wegen der Reliquien. Haben wir nicht ich denke, ich habe ja was für dich. Ach, doch. Oh, shit. Diese Art von Steintafeln kennen wir bereits. Die bringen uns nee, jetzt nicht weiter. Okay. Es muss noch mehr geben. Das sollte nämlich ich werde sehen, ob ich was finde. Gut. Beeil dich aber damit. Die Zeit ist nicht unser Verbündeter. So, und tschüss. Adanos möge dich schützen. Okay. Wir haben einen neuen Teleportstein. Wir gehen zurück zum Piraten. Da gibt es ja jetzt ohne Ende Quests zu erledigen. Jetzt ist nur aber die Frage. Ich muss einmal was fragen, bitte. Und ja. Das hast du natürlich nicht gesehen. Ich habe den Chat ja hier immer perfekt im Auge. Ja. Es war sehr lange Zeit, das habe ich wirklich nicht begriffen, irgendwas von einem Degen die Rede. Habe ich was verpasst? Einem Degen der Diebe. Diebesgilde. Die habe ich verscherbelt. Gerade. Genau. Die beiden Degen, da waren so Fs eingeritzt. Stand da drauf bei der Beschreibung. Wieso? Was ist mit dem Degen, Leute? Das haben wir beide nicht auf dem Schirm. Was mit dem Degen, Degen? Was ist mit dem Degen? Boah, diese Musik. Was ist mit dem Degen los? Was ist mit dem Degen los? Neue Deutsche Welle oder was? Okay. Dieser Degen macht mich so sentimental. Oh Gott. Ja, wir wissen es nicht. Wir haben es auf jeden Fall verscherbelt jetzt. Da haben wir Pech gehabt, aber ich weiß ja an wen, an Kronos. Ach so, nee, alles ist cool. Von den Degen gibt es Millionen. Irgendwann müssen wir den wohl zurückgeben. Okay. Okay, alles cool. So, zum Tempelport. Und wir sollen Steintafeln legen. Lesen, nicht legen. Wir sollen Steintafeln lesen. Zum Canyon. Da wollen wir hin, ne? So. Tadat. Boah, da sind schon wieder... Wow, was ist denn das für ein Kackvieh? Alter! Ey, beiß mir nicht, wenn ich schwimme, ey. Da sind wir gerade. Jetzt probier den geilen neuen Sichelmann aus hier. Sichelmanianer-Time. Der macht ja gar nichts. Geil, weggezwirbelt. Schönes Ding. Naja, so richtig. Hätte ich mir das mehr versprochen, ey. Beim nächsten Mal sicherlich ihm noch Dollar eine. So. Die hatten wir wohl eben übersehen, die Ratte, was? Ey, die sind wieder da. Ich habe doch eben alle Ratten erledigt. Und da sind schon wieder neue Heuschrecken. Und speichern mal wieder auf dem gleichen Speicherplatz, wo wir den ganzen Tag schon gespeichert haben. Safety first, meine Damen und Herren. Naja, aber komm, wenn wir das jetzt nicht schaffen. Das knallt aber auch wieder hier. Genauso wie Silvester, wenn wir auch mal knallen gehen auf dem Balkon. Herrlich. Oh, das war aber eine knappe Angelegenheit jetzt, ne? Vielleicht auch mal wieder heilen, wie wär's? Ja, ich dachte... Also das ist echt, knapper geht's nicht. Ja, ich glaube auch, wir haben jetzt eine ganz gute Waffe, dass der Chat ist zumindest der Meinung, wir müssten mehr in Zweihand skillen. Ja, ne? Dann wird das Ganze auch mal wieder ein bisschen flutschiger. Ja, wir haben ja noch ein paar Lernpunkte über, vielleicht stecken wir die gleich da rein. Würde ich sagen. Aber erstmal müssen wir jetzt heil zurück zum Piratenlager kommen. Ich wundere es echt, dass die Gegner wieder da sind, aber was soll's, ey. Ratten vermehren sich ja auch wie die Naja gut, wir haben ja auch noch die Quest und die Aufgabe mit unseren Buddies, unseren neuen Piraten-Buddies hier alles schön zu säubern, sag ich mal. Ja, klar. Oh, schön vorbeilaufen. Nee, lass mich mal. Willst du ihn echt noch platten? Naja, wir haben noch ein paar Heiltränke über, ne?
Dann wissen wir, wo wir neue kaufen können, dann geht's. Dann würde ich aber empfehlen, dass du jetzt dir noch eben irgendwie was konsumierst hier. Ja, das ist halt der letzte, ne? So. Ja, nur noch, ja, zu spät. Ich dachte, du isst noch ein bisschen was. Jetzt hast du ja die Ruhe noch vor dem Kampf. Ja, nicht das Rattenfleisch verkaufen, ne? Das Sumpfrattenfleisch müssen wir noch abgeben, glaube ich. Mhm. Aber einen Schinken, einen kleinen Schinken snacken? Das Schinken hier? Ja, der macht halt nur 20, ne? Das ist auch nicht so wahnsinnig viel. So. Ich finde das gar nicht so schlecht. Ja, geht eigentlich, stimmt. War eben vier Schinken gefressen. Ey. Normal wird man sich dann hinlegen und. Und bei. Und ja, weiß ich nicht. Bei Alligator Fall. Jack können wir natürlich auch unser Fleisch nochmal ein bisschen braten. Das bringt ja wirklich einen Boost. Ja, nicht beide auf einmal, komm. Ja, hier, genau. Das ist gut. Das ist gut. Nee, nicht der andere. Ja, so ist gut. Fein. Schön. Ah, dieser Klang. Dieser Wohlhaar. Dieser befriedigende Sound, wenn das Gerät auf Matt trifft. Fantastisch. Warte mal, ich speichere mal gerade. Es sieht endlich mal nach was aus, auch wenn man hier so steht. Ne? Auch wenn wir immer noch Schlaghosen tragen, aber jetzt hat man endlich mal Respekt vor uns. Da kommst du nicht ran, Bursche, was? So. Auf Wiederschauen. Da ist nichts zu holen. Ja, wenn das hier ein Bug ist, man kann immer wieder ins Portal gehen und immer wieder dieselben Heuschrecken umballern, dann kann man natürlich hier ohne Ende leveln, ne? Ohne Ende leveln, hat er gesagt. Ja. Aber ich glaube nicht, also meinst du, dass das, wenn man gehen würde? Ja, ich weiß nicht, das war schon ein bisschen merkwürdig, ja. Aber schauen wir mal. Aber die, vor allem die Heuschreckenviecher, die waren noch gar nicht da beim ersten Mal, oder? Die waren ja bei den Banditen. Ne, das stimmt. Und genau dort waren sie ja eben nicht. Also es war schon sehr... Ja, es war schon etwas... Es war ganz anders als erwartet. Wenn er jetzt wieder fragt, ja, ob wir Feind oder Freund sind, dann ist... Unterrichte mich. Warte mal, vielleicht können wir gleich hier noch die Zweiergeschichte machen. Mich. Das wäre schlau. Ja. Arm, zwei, okay. Und zack. Also haben wir auch alle, das war's jetzt. Alle Lampe, wir hatten 20, ne? Wir hatten 20, genau. Aus dir wird noch. Und jetzt können wir nochmal die Stats angucken. Das würde mich interessieren. Jetzt sind wir bei Zweihand bei 44, weil wir durch die Waffe jetzt auch 4% dazu bekommen haben. Ah ja, okay. Das ist gut. Das ist eigentlich ganz gut, ne? Null Lernpunkte. Wann geht's? Ich glaube bei 50 dann wieder. Ich weiß gar nicht mehr genau. Oder 30. Zweihänder Kämpfer. Keine Ahnung. Kämpfer also, schon mehr. Ja. Ich weiß ja, ob wir vorher noch was anderes waren. Fortgeschritten oder so. Ich glaube, wir können schon neue Moves. Meinst du? Aber... Wollen wir mal ein bisschen posen am Strand hier? Auspacken, so. Nee, das sind dieselben. Können wir dem Sägermeister nochmal irgendwie mit der neuen Waffe was geben? Dem Sägermeister? Dem Sägemeister. So, wer will denn hier diesen... Man musste es ja. Warum kann man denn mit denen reden? Wie geht denn hier die Quest los mit dem... Ja, wir müssen jetzt am Strand... Pass auf, wir müssen mal in unser Questlog gucken. Das haben wir aber noch gar nicht gemacht. Das machen wir grundsätzlich auch nicht so gerne. L, ne? Genau. Der Strand im Norden war es, glaube ich. Ja, machen wir das doch mal, wa? Alleine? Ja, ich soll mal beweisen, dass ich ein guter Endertrupp bin. Du bist ein guter Endertrupp. Ich Endertrupp. Alleine. Du alleine. Ja, der Strand los. Im Norden. Wo ist denn Norden überhaupt? Schauen wir mal. Karte aufmachen. Guck ich jetzt nach Norden? Nope. Also da rechts lang sozusagen. Ja. Das ist doch okay. Schon lange easy. Bekannt. Habe ich auch gedacht. Aber vorher nochmal schlafen legen. Wir können auch gleich mal schauen, ob wir... Das Bett ist zu weit entfernt, Micha. Das geht so nicht. Ob wir nur ein paar Heiltränke kaufen können, weil... Nein. Muss ja auch. Nein, nein, nein. Bitte schau ihn mal in die Fresse. Mehr sind sie nicht wert. So. Was ist für ein Mann das Schönste im Leben? Hier. Zu kämpfen mit dem Feind. Ihn zu verfolgen und zu vernichten. Und sich zu erfreuen an dem Geschrei der Weiber. Ja! Ja! So machen wir das nämlich. Und jetzt haben wir nämlich Bock auf die Strandtour alleine. Aber erstmal müssen wir was kaufen. Ganz deiner Meinung. Ja, danke. Hast du was zu verkaufen? Wenn du handeln willst, geh zu Garrett. Wenn er das nicht sieht, Garrett war es, richtig. So, na. Das ist eine schlimme. Ach nein, nicht. Erzähl mir nichts Neues. Seit Greg weg ist, passiert. Keine Ahnung. Handeln, Junge. Lass uns handeln. Junge. Seit Erdende so. Boah, ja, schwerer Zweihänder. Okay, was zu schlapp für. Borgschlechter, den hatten wir eh schon, aber eben noch verscherbelt. Riesenmachete, Alter! Vater! Wow, die will ich ja unbedingt haben. Die ist ja richtig. Ey, die ist so nice, ein Stein.
Oh. Das ist eine schlimme Sache. Nein, nein. Riesenmaschine. Oh, das ist ja der Hammer. Ey, kannst du die nochmal kurz anmachen? Jetzt möchte ich das Bild. Ne, die Groß nochmal. Wie groß? Ja, guck mal, du siehst das, die Große ist ein bisschen dünner, aber wahrscheinlich größer. Ah, stimmt, die ist breiter hier, die ist dünner, die müsste eigentlich deutlich größer sein. Deutlich größer müsste die, damit das von den Proportionen passt. Ja eben, und es geht ja nur um die Länge. Alter, man weiß es, niemals um Technik. Fantastisch. Alte Machete, alte Riesenmachete. Alter! Naja, aber guck mal, 77 Schaden machen wir jetzt schon, ne? Das ist eigentlich nicht so geil. Guck mal, einen Trank, will er mich verarschen oder was? Den nehmen wir aber. Vollständige Regeneration für 150 Öcken. Ja, nimm das, kauf das ein. Was macht denn der Gürtel hier eigentlich? Schutzgürtel, nee. Nix. Verteidigungsring, Amulett der Flammen. Wir haben übrigens noch gar nicht genug Ringe und so, ne? Wir sind da echt total. Wir wollen das alles. Wir wollen unsere Hände nur auf Faustkampf trainieren, nicht auf Ringe tragen. Ja, eben. Weg damit. So, aber wo kriegen wir denn jetzt mal Tränke her? Nimm doch den einen Trank. Ach, warte mal, weißt du, wo wir Tränke herkriegen? Von dem alten Typen in der Höhle. Samuel oder was? Hinder. Nehme ich jetzt mal an. Ey, das ist so schade. Guck mal, wir haben nur noch 8 Minuten. Ja, komm. 8 Minuten und dann gehen wir in die Winterpause. Dann gehen wir in die Winterpause. Wir müssen nur mal kurz ankündigen, was wir vielleicht vorhaben, oder? Also pass auf, du bist erstmal. Also erstmal ist ganz schwach, dass du die Winterpause machst. Ne? Ja. Aber das hast du dir auch verdient, weil du ein ganz feiner Kerl bist. Ja, das denke ich doch auch. Das denke ich aber auch. Das bedeutet jetzt, dass wir die nächsten 4 Wochen, ja, sind wir nicht hier mit diesem wunderbaren Let's Play. Und wir probieren noch was. Wir erläutern das nicht, würde ich sagen, Michael. Wir probieren noch was hinzukriegen, was Kleines. So überraschungsmäßig. Ja. Ansonsten, irgendwas Schönes. Also, du bist ja im Urlaub, du bist ja gar nicht da. Nee, ich bin gar nicht da. Also, wir versuchen diese Woche noch, da bin ich noch da. Warum blitzert das? Oh, warum ist das Meer plötzlich so laut? Ja, weil du am Wasser bist. Ist ja ganz klar. So, jetzt fährt wieder leiser. So, genau. Wir versuchen. Also der Grund ist drehen. Einen kleinen Ersatz drehen. Du bist wirklich im Urlaub, ne? Ich bin im Urlaub, 4 Wochen lang. Einen kleinen Ersatz drehen und der hat damit zu tun, dass Wirt sich ein Fell über den Rücken ziehen muss und eine Schweinenase aufsetzen aber das, muss. Aber warum erzählst du das denn so? Das wird, also Leute, was wir tun, weiß doch keiner. Okay. Vielleicht gehen wir Wildschweine jagen, wie es jeder normale Mensch macht. Nein, ja. Vielleicht. Also vielleicht suchen wir uns einen Wald und vielleicht, ach, keine Ahnung, vielleicht werden uns die Leute für verrückt halten. Guck mal, alle weinen hier. Natürlich weint man da, aber ich verstehe auch, dass du mal Urlaub brauchst. Ja, ich brauche mal Urlaub auf jeden Fall. Wirklich? Ja, ne? Game Plus Daily jeden den ganzen Tag hier. So, immer wieder. Immer gerade so, oh, immer cool. Fab, hat geklappt, oh, geht weiter, oh, geht wieder weiter. Im Keller, wieder am Fappen, ja. Unglaublich, ey. Ich kann auch meine ganzen Frust und meine ganze Wut eigentlich nur hier ablassen. Vielleicht komme ich mal wirklich zwischendurch rein und hause ein paar Echsen tot. Nice. Weil das ja auch wie Urlaub ist ein bisschen. Ja, das ist natürlich. Wie Urlaub. Wir werden kein Gothic spielen, auf keinen Fall. Das funktioniert nur im Team, aber vielleicht kann ich noch was anderes anbieten mittwochs. Mal gucken. Vielleicht lasse ich meine Leute nicht im Stich, so wie du. Vielleicht sehen wir uns doch nochmal wieder. Mal gucken. Also wir werden irgendwas noch machen und das werden wir dann irgendwie zeigen und vielleicht ist es sogar interaktiv. Ich weiß es noch nicht genau, ob das technisch möglich ist. Wir werden mal Max fragen. Also irgendwie, ich bin mittwochs da. Ich habe ja auch nichts anderes zu tun, ich bin mittwochs hier. So. Ja, dann sitzt du ja einfach, knutscht ein bisschen mit Tricks hier rum. Ich erzähle dann irgendwie Geschichten aus meinem Leben. So. Alter, wie bizarr das wäre, ne? Wir zeigen keinen Gothic, sondern du liegst einfach, wir machen nur so eine richtige Bumsmucke und du liegst hier und machst nur Tricks hier rum, 1,5 Stunden nein, lang. Nein, Tricks erzählt mir was, wir ich erzähl dir was. Wir machen den Gothic, ja, du willst erst reden, oder was? Nein, wir gucken Filme. So einer bist so du. Wir gucken so alte Filme, so wo ich jung war. So Joe's Apartment gucken wir. Kennst du noch Joe's Apartment? Was ist denn los mit dir? Wenn ich nicht da bin, wirst du zur Wurst, oder was? Und dann gucken wir, da reden die Cockroaches, das ist ein super Film. Ich weiß, was du mit reden meinst. So, okay. Das haben wir schon mal geklärt. Haben wir jetzt noch, wie viel Zeit haben wir? 8 Minuten? Jetzt haben wir wahrscheinlich noch 3 Minuten. Ja, aber das müssen wir erzählen, das ist ja wichtig. Ich möchte nicht einfach so beenden und dann weiß keiner, was los ist. Ich komme zur Gamescom wieder. Grafikure wird's gucken, ich auch. Ey, weißt du, was wir machen? Was denn? Die Gamescom, ich komme an einem Mittwoch wieder. Und dann ist Gamescom-Beginn. Wir könnten an dem Abend, am ersten Abend der Gamescom, dann müsst ihr dafür sorgen, Leute. Aus der Hotellobby? Aus der Hotellobby oder direkt vom Flur von der Gamescom oder was auch immer. Ich meine, Gothic kann man überall spielen. Die Leute können wir richtig mit Publikum wieder, weißt du? Und die ganze Gamescom schreit, hau ihn um. Hast du das vor Augen? Die ganze verfickte Gamescom schreit, hau ihn um, Reinke! Ja!
Das wird ja wohl mega geil. Okay, das machen wir so, oder? Das, ja, muss, ja, das muss ja wohl gehen, Leute. Das muss ja, ich muss ja den Kopf aus meinen Haaren rausreißen. Ich muss mir den Kopf. Das wird ja wohl bestimmt total geil. Hammergut, ey. Ah, das wäre so geil, schreibt Ach, Red Devil SG. Scheiße auf die Gamescom, die zeigen doch eh nur Scheiße da. Gothic 2 ist der Shit, ey. Ist so. Es kam kein besseres Spiel mehr danach. Geh mir weg mit den neuen Games. Es kam kein besseres Spiel danach, das weiß doch jeder. Minesweeper, okay. Meinst du, ja, vielleicht das, ja. Aber danach ist doch nichts mehr passiert. Och, also, Leute. Okay, ich, okay, wir können ja nochmal zum... Bitte, ich kann mich nicht mehr konzentrieren, mach weiter. Ich mach jetzt weiter, wir hauen hier noch so ein paar Echsen um. Das, oder, ist das beste Let's Play des Jahres, Freunde. Alter, warte mal, warte mal. Ich hol mal hier den Prügel raus und dann schauen wir mal. Kleines Sneak Peek für die Gamescom. Ey, weißt du was? Und dann machen wir Trance-Mucke über Riesenlautsprecher. Ja, so Alter, die ganze Messe wird Bescheid. Mit dem miesesten Trance, den wir auftreiben können. Alter Schwede. Und dann tanzen wir auch, wenn wir nicht weiter wissen. Wenn wir keinen Bock auf Zocken haben, dann tanzen wir einfach nur. Und die Leute müssen mitdancen. Ja. Wir zwingen sie zum Tanzen und zum gute Laune haben. Genau. Das wird die Hölle auf Erden. Scheißviech. Fantastisch. Warte, einen Schlagviech noch. Einen epischen Schlag, der bis die nächsten 4 Wochen nachhallen wird. Bam! Ah. Mann, hat er gesessen, der tat aber auch weh. Und. Ah, yes! Ah, komm schon. Ah, geil, wie du ihn wegwämmst! Ah, komm schon, hier. Ja, Nummer 1. Dann will keinen Arm, ich baller gern. Ja, das machst du jetzt jedes Mal. Falsch. Ja, komm schon her. Komm schon, baller ihn weg! Wir machen den ganzen Strand noch platt hier. Damit baller ihn weg, Mann! Ich brauche den Strand für meinen Urlaub. Deswegen muss er jetzt noch kurz geleert werden. Genau, so ist es doch. Wo sollst du mit deinem Jörn liegen, du? Er trägt sie natürlich. Ah, die trägt. Ja, wenn er ballern will, keine Ahnung, ich baller gern. Oh, hier Lurker, die sind ein bisschen stärker, egal. Da fahren nur Großschlauch. Da ballert er wieder, wieder weggeballert. Alter, ich hab noch nicht alles gespeichert. Du bist ein tolles Kerl. Was ist für ein Mann das Schönste im Leben? Zu kämpfen mit dem Feind. Das macht das bitte nur noch zu vernichten. Sich zu erfreuen an dem Geschrei der Weiber. Nein, ich sterbe. Ich will nicht sterben. Nicht sterben! Nein! Hat niemand gesehen. Ich mach so lange Matze, dass niemand mit dem Feind. Ich hab mich gespeichert. Ihn zu verfolgen und zu vernichten und sich zu erfreuen an dem Geschrei der Weiber. Komm, wir klatschen es einfach weg. Was ist für ein Mann das Schönste im Leben? Zu kämpfen mit dem Feind. Ihn zu verfolgen und zu vernichten und sich zu erfreuen an dem Geschrei der Weiber. Was ist für ein Mann das Schönste im Leben? Zu kämpfen mit dem Feind. So. Ihn zu verfolgen und zu vernichten. Klatschen und sich zu erfreuen an dem Geschrei der Weiber. Wo ist die Musik? Gothic 2 ist so geil. Wo ist die scheiß Trance-Musik? Ah, hier, so. Wer wollt ihr ballern? Oh, hat er gekriegt. 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 Richtig. Falsch. Wer wollt ihr ballern? Oh, hat er gekriegt. Richtig. Falsch. Wer wollt ihr ballern? Oh, hat er gekriegt. Du bist auf dem Rhythmus. Richtig. Falsch. Wer wollt ihr ballern? Oh, hat er gekriegt. Wer wollt ihr ballern? Oh, hat er gekriegt. So, was ist für ein Mann das Schönste im Leben? Ihr blitzt an, kämpfen mit dem Feind. Ihn zu verfolgen und zu vernichten. Und sich zu erfreuen an dem Geschrei der Weiber. So. Ciao, bis zur Gamescom. Mach's gut, Leute. Ach, Leute, warte. Tschüss. Wisst ihr was? Oh, und gönnt mir den Urlaub, der wird geil. Verspiel ein bisschen Gothic 2 alleine, ohne dass ihr's seht. Das hier ist ein Teufelskerl. Aber ihr seid auch nicht ohne und gemeinsam. Ihr seid eh die geilsten. Habt aber einen schönen Abend. Nur ihr, die bis 12 Uhr am Mittwoch da bleiben. Ihr seid die Creme de la Creme. Die Creme de la Creme. Habt ihr gehört? Ich wiederhole alles, was er sagt. Ja, es ist, ihr seid einfach der geilste Shit. Alle anderen Fans gegen euch sind, die losen so richtig ab. Die losen ab. Die cruisen auch nicht so geil wie ihr. Ja, exakt. Wenn die düsen. Fantastisch. Habt einen schönen Mittwochabend. San Schniedel, du bist hiermit gesegnet vom großen Meister der fantastischen Menschen. Alles klar. Okay. Ciao, Mann. Und bis